Dankeschön für die Einladung. Ich glaube, es geht ohne Mikro auch, oder? Ja. Also, herzlichen Dank für die Einführung. Ich sehe mich jetzt in erster Linie als in meiner Funktion jetzt als Mitarbeiter der TU Wien, jetzt unsere Energiesysteme hier, dass ich selber, dass mir selber immer ein Anliegen war, auch irgendwie nachhaltig mobil zu sein, ist so, wobei ich glaube, ich sehe das auch so, es gibt halt durchaus auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, in denen man lebt. In Wien ist es sicher einfach. Da kann man halt auch gut einmal 10, 12 Kilometer in eine Richtung mit Rad fahren. So, das heißt, mein Input wäre jetzt der, dass ich versuche, aus meiner Sicht die Herausforderungen, die sich aus globaler Sicht stellen, im Energiesystem, was Ressourcenversorgung und Klimaschutz angeht, mal darzustellen und dann zu sagen, okay, welche Chancen ergeben sich daraus und welche Herausforderungen. Mobilität spielt dabei nur am Rande jetzt eine Rolle, aber ich hoffe, es wird sozusagen ein Input sein für die konkreteren Diskussionen dann in den Workshops. So, ich möchte beginnen mit einer Abbildung, die aufs erste Mal ein bisschen fad ausschaut. Ne? Wir haben da auf der Zeitachse von 10.000 vor Christus bis jetzt, kann man sagen, vier Größen dargestellt, die, glaube ich, für das globale System so eine zentrale Rolle spielen. Nämlich erstens Bevölkerung, zweitens Energieverbrauch, drittens Landnutzung. Ja? Und Landnutzung auch bei der Nachbarland und Weiterland spielt keine Rolle. Und dass man diese Größe irgendwie vergleichbar hat, ist interessiert auf 1800 gleich der Wert 100. Und man sieht, irgendwas ist da jetzt passiert, oder? Ja. Also nämlich nicht nur so eine kleine Veränderung. Ja? Es hat sich also in diesen vier Größen in erdgeschichtlich kürzester Zeit so Dramatisches verändert, dass viele Leute sagen, wir leben in einem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter, nämlich dem Anthropozän. Also in dem Zeitalter, wo der Mensch eine substanzielle Rolle wirklich auf das erdgeschichtliche, also auf die ganze Erde Einfluss nimmt. Ja? Einfluss, der zum Teil also irreversibel auch ist oder nur in sehr langen Zeiträumen irreversibel ist. Wenn wir da jetzt ein bisschen genauer reinzoomen in die Zeitachse von 1800 bis 2000, sieht man also, das hat eigentlich wirklich erst im 20. Jahrhundert begonnen, dieses ganz rasante Wachstum dieser vier Größen und vielleicht noch einmal herausgegriffen, diese hellblaue Linie, jetzt sieht man nämlich den Unterschied zwischen diesen vier Linien auch noch ein bisschen, die hellblaue Linie hier ist Bevölkerungswachstum, sieht man schon einen ganz global ganz starken Anstieg, ja, auf das ca. Sechsfache seit dem Jahr 1800 und auch bei der Landnutzung, also wir brauchen immer mehr Ackerland, Weideland, aber ich glaube, diese Ressourcen sind irgendwo begrenzt, was bisher zumindest kaum begrenzt schien, ist Energie, ja, nämlich fossile Energie. Ne? Und das ist die oberste Linie, das heißt, das Energiewachstum des Energieverbrauchs ist also rasantest gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das, wenn wir uns das mal anschauen, auf globaler Ebene, wie wir nach den verschiedenen Energieträgern, sieht man, das war das jetzt von 1850 bis 2010, das war also lange Zeit ausschließlich durch Biomasse geprägt, das ist diese unterste Fläche, die grüne, und dann ist halt Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich in Wirklichkeit so richtig, ja, so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Kohle dazu gekommen, Mitte des 20. Jahrhunderts, das Erdöl rot, die rote Fläche, und dann in den 70er Jahren richtig verstärkt Erdgas, ein bisschen nuklear, der Beitrag zum gesamten Energiebedarf ist recht gering, global, und eben Wasserkraft und Erneuerbaren. Das heißt, wir hätten dieses Wachstum des Energieverbrauchs nie so erlebt, wenn
nicht die erneuerbaren, die fossilen in dem Ausmaß erschlossen worden wären. Und die Frage ist jetzt irgendwo, kann man sich vorstellen, das kann nicht mehr so weitergehen, ne? Oder welche Grenzen gibt es? Ich glaube, es gibt viele Grenzen und ich möchte jetzt nur zwei herausgreifen, nämlich die Grenze Ressourcenverfügbarkeit einerseits und zweitens die Grenze Klimawandel. Beginnend mit der Ressourcenverfügbarkeit, also wir sehen also diesen Anstieg des vor allem Ölverbrauchs, aber auch anderer fossiler Ressourcen. Und jetzt wissen wir von den Geologen, beim Abbau fossiler Ressourcen, der Abbau fossiler Ressourcen folgt einer, so einer Kurve, wo man beginnt, einmal eine Ölquelle, ein Ölfeld zu erschließen, man bohrt, wenn man Glück hat, findet man was und dann beginnt das Öl zu fließen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann muss man den Aufwand immer mehr steigern, um diese Ressource weiter zu erschöpfen. Ne? Und es gelingt aber nicht. Ne? Irgendwann mal pumpen immer mehr, man hat das Fördermaximum dieser Ölquelle erreicht, dieses Ölfelds erreicht und es nimmt dann wieder ab. Das Fördermaximum, das ist jetzt nicht irgendwo ganz am Ende, sondern ziemlich genau in der Mitte der gesamten Erschließung dieser Ressourcen. Ne? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, wenn ich jetzt ein Feld, so ein einzelnes Feld habe und dann daneben noch das zweite Feld und daneben das dritte, vierte, fünfte Feld, dann, und ich lege diese Felder übereinander, dann ergibt sich wieder so eine Glockenkurve. Ne? Und irgendwo ergibt sich dann für diese ganze Region, die ich da jetzt betrachte, wieder so eine ähnliche Kurve, ich beginne zu fördern, stecke immer mehr Geld, Energie rein und irgendwann einmal kann ich aber dann nicht mehr weiter mehr Öl aus dieser, oder der Kohle, das ist im Prinzip genauso, mehr aus diesem Vorkommen herausholen. Und jetzt haben sich Leute die Mühe gemacht, das nicht nur für eine bestimmte Region, sondern für die ganze Welt anzuschauen. Ne? Wie ist mit dieser Verfügbarkeit in den einzelnen Ölfeldern, Nordsee, Saudi-Arabien, Iran, Russland, USA und so weiter ausschaut. Und dieses Bild schaut dann folgendermaßen aus. Ich möchte jetzt von einem Detail reingehen, was ist da dargestellt? Da ist auf der Achse hier die Fördermenge und hier von 1900 bis jetzt. Die verschiedenen Farben sind verschiedene Länder und man sieht ganz gut, dass zum Beispiel dieses orange Feld da unten, ne, das, die haben da um 1970 das Ölfördermaximum erreicht, das ist die USA. Ja? USA hat um ca. 1970 ihr Ölfördermaximum erreicht, immer wieder Versuche gestartet, das durch neue Erschließungen halt hinauszudehnen. Die neuen Technologien sind dabei, ja? Die neuen Technologien, das tiefere. Genau. Das ist da dabei. Genau, das ist da dabei. Da, was nicht dabei ist, ist jetzt das Shale-Gas. Ja, also dieses Schiefergas. Schiefergas ist da in der Grafik nicht dabei. Folgt trotzdem der gleichen Kurve prinzipiell. Ne? Ankommen. Ne? Hm? Ja. Ankommen. Genau. Das ist ja gerade okay. Genau. Ja. Geht noch schneller. Im Schiefergas werden wir pro Bohrung schneller das Ölfördermaximum erreicht. Oder Gas, Maximum erreicht. So, genau, das heißt, man hat jetzt also für alle diese Länder, die da links stehen, alle diese Länder haben ihr Ölfördermaximum erreicht. Ja? Nur einige wenige Länder, hier auf der rechten Seite, da vermutet man, dass die noch weitere Reserven haben. Und die und vor allem interessant, auch die Länder, die größten Vorkommen haben, also eben wie Saudi-Arabien zum Beispiel, dürfte 2005 das Ölfördermaximum erreicht haben. Ja? Und das ist eine geologische Grenze, da kommt man jetzt nicht wirklich drüber hinaus. Und wenn man jetzt diese Ölfelder hernimmt und sagt, wie entwickeln sich die weiter, dann müsste das dieser Glockenkurve folgen. Und es ist also klar, dass diese Differenz, die sich da jetzt ergibt zwischen dem derzeitigen Verbrauch und dieser
Abnahme der Verfügbarkeit irgendwie anders gedeckt werden müsste. Ne? Und es gibt jetzt halt Leute, die sagen, okay, es geht halt Schiefergas zum Beispiel, ja, kann sein, ein bisschen. Für mich ist es immer eine Frage der Zeit. Ne? Also macht das jetzt eigentlich einen Unterschied, wo man da jetzt noch 10, 20, 50, von mir auf 100 Jahre mehr Zeit haben, irgendwann einmal nicht so weit. Ne? Genau, und deshalb sind auch sehr unverdächtige Personen, würde ich sagen, wie Fatih Birol, Chief Economist der Internationalen Energieagentur, zu dem Schluss gekommen, schon gar nicht mehr so neu, 2010, The Age of Cheap Oil is over. Das Zeitalter des billigen Öls ist vorüber, es ist ziemlich klar, Energie wird teurer, Ressourcen werden knapper. Das ist Mainstream-Meinung, würde ich sagen. Also das ist jetzt nichts wirklich Neues mehr. Ne? Das war die eine Grenze. Die zweite Grenze ist der Klimawandel. Was ich an der Abbildung eine Foto bemerkenswert finde, ist also, dass hier das Jahr 1990 steht. Das heißt, es ist ein bisschen älteres Bild schon. Das ist für mich deshalb bemerkenswert typisch, weil es mittlerweile nicht mehr um die Frage geht, ob es, denn, also aus meiner Sicht geht es nicht mehr um diese Frage, gibt es den Klimawandel, wie es vielleicht in den 90er Jahren noch der Fall war. Das ist gegessen aus meiner Sicht, ja, und das wird auch nicht mehr, also unter ernsthaften Kreisen nicht mehr angezweifelt. Das heißt, es geht eigentlich darum, jetzt irgendwie dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen und die Frage, wie ist das möglich? Es gibt eben diese verschiedenen Szenarien, wo eben dieses B1-Szenario wird als so ein Szenario angesehen, wo eben ein 2-Grad-Ziel erreicht werden könnte, während eben in einem anderen Szenario hier oben, auf das wir derzeit absolut zusteuern, wenn nicht sogar noch ein bisschen stärker, wir eben mittlere Temperaturanstiege global erreichen von 6 Grad oder so und das eben dann globale Effekte hat, die also wirklich gravierend wären. Und ich würde sagen, also aus meiner Sicht auch die Tragödie daran ist, dass es vor allem die Regionen und Länder trifft, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Bangladesch beispielsweise, also in dieser Region, die knapp über dem Meeresspiegel liegen. Das heißt, und wenn man sich dann anschaut, wie haben sich jetzt CO2-Emissionen zum Beispiel in Österreich entwickelt, von 1990 hier indexiert, Österreich hätte sich, also hat sich verpflichtet, im Kyoto-Protokoll minus 13% in Bezug auf 1990 zu erreichen, da müsste man irgendwo da liegen. Tatsächlich sind die CO2-Emissionen insgesamt entlang dieser blauen Kurve gefolgt. Und das Erschreckende, irgendwie die CO2-Emissionen des Verkehrs sind in der roten Kurve dargestellt. Das heißt, wir haben also seit 1990 bis ca. 2005 einen 80-prozentigen Anstieg der CO2-Emissionen im Verkehr. Also das ist der Treiber ganz einfach, ja, für die CO2-Emissionen in Österreich, aber weltweit auch. Das heißt, ja. Aus meiner Sicht ist es also sehr wichtig, einfach diesen Sektor auch konkret anzugehen. Ne? Die Wende. Es werden als Elemente der Wende jetzt so aus technologischer Sicht oder energietechnologischer Sicht üblicherweise zwei Komponenten genannt. Erstens die Erneuerbaren, zweitens energieeffiziente Technologien. Und die möchte ich jetzt einmal kurz darstellen. Und dann darauf zu sprechen kommen, warum ich glaube, dass die zwei Komponenten nicht ausreichen werden, warum es eine dritte Komponente braucht, nämlich so etwas wie eine solidarische Postwachstumsökonomie, die eben über diese technologischen Ansätze hinausgeht, die wir trotzdem brauchen. Ja? Also, warum meine ich, dass das so ist? Der William Ruckelshaus, erster Chef der US Environment Protection Agency, hat gemeint, wir haben menschheitsgeschichtlich drei große Revolutionen erlebt. Das
Das erste war die neolithische Revolution mit der Sesshaftwerdung des Menschen und Entwicklung des Ackerbaus. Die zweite große Revolution war die industrielle Revolution. Da haben wir gesehen, diesen extremen Anstieg des Ressourcenverbrauchs. Und er meint, wir erleben jetzt gerade die dritte große Revolution menschheitsgeschichtlich, der Big Change, der große Wandel. Darauf möchte ich dann am Schluss noch einmal zurückkommen. Und wie das dann übersetzt wird, zum Beispiel jetzt von der Europäischen Kommission in der EU-Roadmap für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, ist folgendermaßen, dass also eben die CO2-Emissionen von 1990 weggesehen bis 2050 auf das Niveau von also um 80-95% gesenkt werden müssten. Das ist jetzt das Bild für diese 80%ige CO2-Reduktion. Und wir sehen, weil wir heute halt vor allem über den Transportsektor sprechen, also im Transportsektor ist eigentlich eine sehr gemäßigte Reduktion hier nur vorgesehen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir hier nicht diese 80%, sondern das, was wahrscheinlich notwendig wäre, für dieses 2-Grad-Ziel 95% Ziel erreichen wollen. Ja? Dann müssen wir in allen Sektoren noch deutlich weiter runter. Wie kann das gehen? Eben, diese drei Bausteine, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, so etwas, was ich jetzt solidarische Postwachstumsökonomie nennen würde. Erstens, erneuerbare Energie. Wenn wir den derzeitigen Energie, bitte. Ja, das ist eine Schätzung sozusagen, das sind Modellrechnungen, was mit derzeitigen Politikmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen, die ja schon am Laufen sind, zum Teil halt umgesetzt werden könnte. Ja? In Wirklichkeit geht es nach oben, wobei EU-weit gesehen schaut es wieder zum Teil ein bisschen anders aus, was aber auch damit zusammenhängt mit also dem Vorgang in Osteuropa, halt das, die halt einen sehr stark, genau, die Schwerindustrie. Ja, also die Frage ist sicher berechtigt, ob das nicht viel zu optimistisch hier ist, ja, diese Schätzung dieser derzeitigen, der Wirkung der Politik, derzeitigen Politikmaßnahmen. Ja. Genau, so, wenn man sagt, wie schaut der derzeitige Energieträgermix weltweit aus? Dann haben wir ca. 16% Erneuerbare im weltweiten Energiemix. Davon ist der Großteil traditionelle Biomassenutzung, das ist also Holz zum Heizen vor allem. Ne? Dann Wasserkraft, ein relevanter Anteil und andere Erneuerbare, die derzeit noch einen relativ großen, geringen Anteil spielen. Und die Frage ist jetzt, schaffen wir es diese 81% verbleibenden Energiebedarf erneuerbar zu decken, oder wie kann das funktionieren? Es gibt solche Bilder wie diese, die andeuten sollen, okay, wir haben derzeit einen globalen Energieverbrauch, der ist so groß, wie er da hier skizziert ist, mit diesem kleinen Würfel, dem roten. Ne? Und Windenergie hätte zum Beispiel so ein hohes Potenzial, Wasserkraft so hoch, Geothermie so groß. Und überhaupt das größte Potenzial, Solarenergie, ne, die Energie der Sonne, die auf die Erde einstrahlt, ist enorm. Ne. Das heißt, das ist ein Bild, das viel Hoffnung macht. Ne. Bild, das viel Hoffnung macht, dass es möglich sein kann, einen großen Anteil auch erneuerbar zu decken. Was in diesen Abbildungen nicht dargestellt ist, wo sind diese Potenziale? In welcher Form liegen die Energieträger vor? Wann fällt diese Energieform an und wie passt das mit unseren Verbrauchsmustern zusammen? Ja? Was habe ich von der solaren Einstrahlung in Äquatornähe? Ja? Ich muss die Energie ja irgendwie in die Regionen bringen, wo wir sie brauchen. Und jetzt hat es vor kurzem eine globale Anstrengung gegeben, Szenarien zu vergleichen. Ja? Szenarien, wo der Ausbau der Erneuerbaren angeschaut worden ist, ist ein bisschen klein, ich werde nicht ganz ins Detail darauf eingehen, die Folien sind nachher vielleicht verfügbar. Da links oben ist Bioenergie dargestellt, Sonnenenergie, Geothermie, Wasserkraft, Windenergie. Und die verschiedenen Farben zeigen jetzt die unterschiedlichen
Ambitionierungs-, also gerade die Ambitioniertheit der verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen. Also blau sind immer die ambitioniertesten Szenarien. Ja? Also hier zum Beispiel, und das ist die Bandbreite aller Szenarien, die sich da auf, die sich da ergibt. Ja? Für Bioenergie zum Beispiel, für Sonnenenergie und so weiter. Ja? Und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, summieren wir das einmal alles auf, was die in diesen Szenarien rausbekommen, und vergleichen wir das mit dem Energieverbrauch, wie er sich so in den kommenden Jahrzehnten auch laut Modellrechnungen und der Berücksichtigung, dass halt viele Weltregionen auch erst ihren Energiehunger beginnen zu stillen, vergleichen wir diesen steigenden Energiebedarf, wie er prognostiziert wird, mit den Szenarien oder diesen realisierbaren Potenzialen laut dieser Studie. Ja? Das heißt, diese Bandbreite, die ich in der vorigen Folie gezeigt habe, befindet sich hier der Größenordnung, also wenn man es jetzt auch vielleicht etwas absolut haben möchte, bei, sagen wir mal, maximal 300 Exajoule, das ist so diese Einheit, und wir sind derzeit bei einem Verbrauch von ca. 500 Exajoule. Das heißt, diese Bandbreite zwischen, wir können nicht unseren gesamten Energiehunger, den wir derzeit haben, geschweige denn einen noch weiter steigenden Erneuerbar decken. Das wird nicht funktionieren. Deshalb, zweite Säule, Energieeffizienz. Ich könnte jetzt viel dazu sagen, ich habe jetzt rausgenommen aus einer Studie, die für Österreich gestellt worden ist, im Auftrag des Umweltministeriums unter dem Titel Energieautarkie drei Abbildungen herausgenommen, die zeigen, wie stark der Energieverbrauch sinken müsste, damit für den Fall Österreich so eine Energieautarkie, sagen wir sinnvoll oder nicht, aber wie auch immer, erreicht werden könnte. Zum Beispiel bei den Gebäuden. Ja, 2008 haben wir dieses Level, diesen Energieverbrauch. Und bis 2050 müssten wir auf dieses Niveau hinunter. Oder, und dann könnte dieser Verbrauch wirklich erneuerbar gedeckt werden, durch in Österreich vorhandene Ressourcen. Oder, bei der Produktion, wir haben seit 2008 diesen Verbrauch, und es wäre möglich, durch Effizienzmaßnahmen diesen Verbrauch zu senken, und dann wäre es auch möglich, diesen Verbrauch wirklich erneuerbar zu decken. Und jetzt kommen wir zum dritten Sektor, nach Gebäuden, Produktion, kommen wir zum Verkehrssektor. Kann man sagen, was die Energieautarkie-Studie dazu sagen. Ja? Ja, also wenn es jetzt irgendwie ausgehen soll, müssen wir vom Verbrauch 2008, genau, circa zwei Drittel runter. Ja? Und das ist die Frage, wie kann das gehen? Einerseits Energieeffizienz, und jetzt habe ich die Frage dahergeschrieben, reicht Energieeffizienz zur Reduktion des Energieverbrauchs? Ich würde sagen, bewusste Personen, wenn ich sie jetzt mal einschätze, die können durch den Kauf eines neuen Fahrzeuges, wenn sie also ein 6-Liter Auto ersetzen durch ein 4-Liter Auto, tatsächlich Energie einsparen. In der Praxis sieht man halt, es wird dann billiger pro Kilometer und dann wird auch mehr gefahren. Oder die Motoren werden effizienter, aber also der Fahrzeugpark, der wird immer dicker und fetter, sage ich mal. Ja? Also dass die Masse, das Gewicht der Fahrzeuge nimmt einfach zu. Ja? Oder die Kühlschränke werden immer effizienter und größer. Und den alten lassen wir sowieso in der Garage draußen stehen. Da gibt es viele solche Beispiele. Oder Passivhäuser brauchen sehr wenig Energie, sind aber zum Teil ziemlich groß und stehen irgendwo am Land, wo sie öffentlich überhaupt nicht erreichbar sind. Ne? Das heißt, es gibt das, was wir halt in der Wissenschaft auch Rebound-Effekt nennen, sodass immer ein Teil dieser theoretisch errechneten Energieeinsparung wieder wettgemacht wird. Und deshalb
würde ich sagen, ich glaube, wir brauchen diesen Abschied von immer mehr. Ja? Diesen Abschied von immer mehr des, des wachstumsgetriebenen Systems. Ja? Das heißt, wir brauchen, ich bin mir sicher, wir brauchen energieeffiziente Technologien, wir brauchen erneuerbare. Und gleichzeitig, wenn sie eingebettet sind in dieses wachstumsgetriebene System, in dem wir uns derzeit befinden, verpufft das. Ja? Die werden nicht effektiv wirksam. Das heißt, wir brauchen dieses Dreieck oder den Kreislauf von Effizienz, Erneuerbaren und so etwas wie einer solidarischen Postwachstumsökonomie, wo wir also uns eben von dem immer mehr verabschieden, wo wir in einem konstanten, geschlossenen Kreislauf uns bewegen. Zurückzukommen auf den William Brookes Haus mit einem Big Change, dem großen Wandel, als letzte und dritte Person, die ich jetzt noch vorstellen möchte, ist die Joanna Macy, die sich mit diesen Komponenten des Big Change, des großen Wandels, sehr intensiv befasst hat. Ich habe sie leider nie kennengelernt bis jetzt, sie einiges gelesen von ihr, ist eine großartige Person, glaube ich, die sich sehr viel mit diesem Big Change, mit den Anforderungen und Chancen dieses Wandels beschäftigt. Und sie meint, es gibt drei wesentliche Komponenten dieses großen Wandels. Erstens, defensive aktionistische Aktivitäten, aufmerksam machen. Leute, da passt was nicht. Gehen wir es an. Zweitens, Entwicklung alternativer Konzepte, Strukturen, Szenarien entwickeln. Überlegen, wie kommen wir da hin? Was brauchen wir? Und drittens, Bewusstseinswandel. Und zu jedem dieser Themen abschließend eine Folie. Erstens, defensive aktionistische Aktivitäten. Ich glaube, es braucht wirklich Aufmerksamkeit. Ja? Wir müssen auf die Dinge aufmerksam machen, auch irgendwie mit. Ja, es ist nicht immer einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweitens, es braucht Konzepte. Und diese Konzepte können zum Beispiel so ausschauen, dass wir von technologischen Nischen, dass wir diese Nischen schaffen und von den technologischen Nischen aus in die, diesen großen Wandel erreichen. Und drittens, es braucht Bewusstseinswandel und da gibt es sicher Berufenere im Raum dazu etwas zu sagen. Ich sage trotzdem ein paar persönliche Worte. Für mich ist wichtig, mir zu überlegen, auch was sind meine Bedürfnisse und Werte, was brauche ich, um diese zu erfüllen, welche Ressourcen brauche ich, dass ich und mein Mobilitätsverhalten, mein Energie-Ressourcenverhalten auch in dem wechselseitig bedingten Entstehen der Schöpfung zu verstehen, eingebettet in diese Schöpfung zu verstehen. Für mich ist diese Vorstellung von Umweltschutz und so als altruistische Maßnahme, ja, wir müssen was für die Umwelt tun oder so, und das ist super, das ist irgendwie, das passt für mich nicht mehr. Ich glaube, darüber sind wir hinweg. Es braucht jetzt, oder es ist jetzt die Erkenntnis da, glaube ich, auch wir tragen mit den Aktivitäten, die wir setzen, zu unser aller Leben bei, zu dem Leben der künftigen Generationen. Das ist es für mich. Und ich sehe, also diese Beschränkung durch die naturräumlichen Gegebenheiten, die Beschränkung der Potenziale, inklusive der Sonnenenergie, so, dass sie einen behutsamen Umgang mit den Ressourcen fordert. Und ich sehe das auch gar nicht als pessimistisches Szenario, im Gegenteil. Ich sehe das optimistische Szenario, der große Wandel, der Big Change, bietet die Chance für einen Umstieg vom Zeitalter der Ressourcenverschwendung in ein solares Zeitalter eines reichen, vollen, guten Lebens für alle.